In meiner täglichen Arbeit im Jugendzentrum wird ersichtlich, dass die Jugendlichen an den Belastungen durch Corona sehr stark leiden und dass ein großer Bedarf da ist an Beratungen. Also ist es unbedingt nötig, dass dieses Angebot ausgebaut wird, damit wir diesen Belastungen entgegenwirken können und die Jugendlichen unterstützen können. Ja, die Entwicklung, dass Jugendliche deutlich mehr Unterstützung brauchen in diesen Zeiten der Corona, zeichnet sich eigentlich schon seit dem Sommer 2020 ab. Daher haben wir auch im Sozialhilfeverband schon gefordert, dass hier Mittel bereitgestellt werden, damit wir regional ein Beratungsangebot, ein mobiles Beratungsangebot installieren können. Die Bürgermeister der Stadtgemeinde Stereck, von Luffenberg, St. Georgen, Ried in der Riedmark, Langenstein und Mauthausen haben sich committet, dass wir hier gemeinsam in diesem Kulturraum die Jugendlichen deutlich besser unterstützen wollen. Daher fordern wir vom Land, auch von der Kinder- und Jugendhilfe, deutliche finanzielle Mittel, damit wir dieses Angebot gestalten können. Leider ist im Bereich der offenen Jugendarbeit die Einschränkung der Mittel seit Jahren eine gängige Praxis. Wir fordern daher auch, dass in der offenen Jugendarbeit mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit die Dinge, die die Jugendlichen brauchen, die Schäden, die jetzt entstanden sind, auch zeitnah abgearbeitet werden können. Ja, durch Corona werden eigentlich die Jugendlichen vom gesamten öffentlichen Raum vertrieben. Nirgends dürfen sie mehr sein, alles ist irgendwie verboten. Und wir haben ein Jahr Pandemie und wir sehen, die Jugendlichen, die werden irgendwie überhaupt nicht berücksichtigt. Am Anfang hat es geheißen, kostet es, was es wolle. Und was haben wir jetzt? Jetzt ist der Beratungsbedarf extrem hoch. Die Jugendlichen haben keine Struktur mehr, sie wissen nicht mehr, wohin mit sich. Sie verlieren die Perspektive, haben einfach keine Chance mehr, irgendwie wirklich teilhaben zu können am Leben. Darum fordern wir ganz klar den Ausbau von Beratungsleistungen, sei es personelle oder finanzielle Ressourcen. Wir müssen jetzt handeln, dass das wirklich keine Lost Generation wird.